Seite. Nightrun ist natürlich nicht an uns vorbeigegangen dann in dem Moment. Oh, Schäfer Lex. Die natürlich schon angeschossen. Und Mausbots marschiert weiter vor Richtung Spot. Aber sie haben noch ein kleines bisschen was vor sich. Vor allen Dingen sowas raushüpfendes wie Devilwalk da zum Beispiel. 2 gegen 2 Situation, Chris Jay auf dem Spot. Und Nico ist irgendwie in den Connector reingekommen. Er könnte natürlich Richtung B durchgehen. Und ich denke jetzt, dass sein Mate gefallen ist, er hält ihn nicht mehr auf dem A-Spot. Gedanke könnte sein, dass der Gegner vielleicht gleich rüberschiebt, um mal zu überprüfen. Das sieht nicht so aus, als ob sie mit Nico da wirklich rechnen. Und Devilwalk wirft mal einen Blick hin, er ist hier nicht ganz sicher. Je länger Nico wartet, desto mehr wahrscheinlich ist es natürlich, dass er vielleicht über den Dropper noch nachkommt. Premium Homegrown Dutch Kevlar. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt hat sich Nico dann doch entschieden, nachdem niemand reingelaufen ist, dass er dann auf dem Baseball blendet. Der Rock. Da geht's durch. Und Nico und ja, war den ersten mitgenommen, aber Lex mit leichtem Spiel. Den Fios geht er nicht. Sollte aber auch so kein Problem darstellen. Aber locker noch eine Sekunde Zeit. Knochen hätte gesagt, easy. Easy peasy, lemon squeezy. So, erste Runde geht an Winterfox. Mausbus hat die Bombe gelegt. Können sich also überlegen, dann in der nächsten, also in der dritten Runde schon die frühe Kaufrunde anzusetzen. Alternativ könnte man jetzt in Forceball mit etwas mehr Equipment spielen. Aber ich denke, dass da nochmal gespart wird, damit man nächste Runde dann voll angreifen kann. Und gerade auf Cobble ist das interessant, solange der Gegner noch wenig Equipment hat. Schlechte Waffen zum Beispiel. Kann mit so einem Early Buy natürlich eine Menge erreicht werden. Teil von Next. Zusammenarbeit mit Nico. Mausbots ist unterwegs wieder rüber Richtung A. Hat er den einen da durchgeschickt in der Hoffnung, dass er vielleicht noch ein bisschen Erfolg hat. Devilwalk zieht Richtung Mitte und Kistengang gleichzeitig. Ich weiß nicht, wer gesehen hat. Scheint ihm ein Gang zu sein, dass da jemand links durch ist. Aber die Nate kommt halbwegs. Gob hat sie richtig zerlegt. Und jetzt geht er Gob oben Richtung Connector. Natürlich hat Nate versucht, da irgendwie reinzukommen. Die Chance für den Spot und Richtung Bomben ranzukommen, die ist natürlich relativ gering in so einer Situation. Deswegen verständlich, dass er versucht, einfach Richtung Connector reinzukommen. Auch wenn er die Bombe auf dem Rücken hat. Auch wenn es bedeutet, dass sie da droppt. Das ist dann egal. So, und wie angekündigt, Mausbots dann jetzt mit dem Early Buy in der dritten Runde. Geld dann gespart. Nico hat keine Granaten mehr. Der ist auch nicht. Da wird ordentlich durch die Smokes gesprayt. In der Hoffnung, dass irgendwo hinter jemand umfällt. Sich vielleicht ein bisschen unvorsichtig zeigt. XP3 hat ein bisschen was abbekommen, aber viel mehr ist es da auch nicht. Jo, danke. Overlay haben wir jetzt auch. Also unter dem Score findet ihr dann auch jetzt die Anzeige der Maps. Von Dennis im Kistengang. Devilwalk steht auch ein bisschen offensiv. Der Flash hat ihn halbwegs erwischt. Jawohl, Gob ist nicht blind, geht natürlich direkt hinterher, möchte ihn ja nicht wegkommen lassen. Damit könnte man den Weg Richtung Spot auch wirklich angehen. Lex hier auch schon im Häuschen nachgezogen. Schönes Teil von Lex. Der Lex. Next auch angeschossen. Oh mein Gott. Gob B und Next beide. Furchtbar low. Und sie rechnen nicht damit, dass auf dem Spot noch jemand sitzt. Wunderbare Ablenkung. Und Enger braucht dann nur noch abzusahnen, was ihm auf dem Silbertablett präsentiert wurde.
Skills für Chris J, das vielleicht noch irgendwie aus dem Feuer zu holen. Er hat eben schon eine gute Runde geholt. Ja, war ein schöner Headshot, Chris J. Und Enger ist angehittet. Chris J und Enger trifft ihn nicht. 2:1. Wieder rettet Chris eine Runde, die eigentlich schon so gut wie verloren gewesen ist. Aber nun gut, also damit Mausbots. 1:2 erstmal mit dem Anschlusstreffer. Aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr Richtung B anlegt. Ich weiß nicht, wie viel er da wirklich gesehen hat. Ob es genug war, um seine Mannen dann auf den Spot Richtung A rüber zu schicken. Also ob Nikola genug Informationen weitergeben konnte, dass Gob die Entscheidung treffen kann, es geht auf A. Ich denke, sie hatten das sowieso geplant. Hinten auf dem Spot steht Devil Walk, gleiche Position, an der Anger gerade stand. Überprüft werden. Dennis kassiert trotzdem. Wichtiger Refrake von Gob. Nächster mitgekommen, dass er Richtung Schräge drüber ist. Hat er gut gemacht. Sauber runtergesprayt. Und es bleibt dann Lex hängen. Gegen 3. Er weiß von einem dort links. Aber er weiß natürlich ganz genau, dass wenn er rumgeht, wird er dann abgezielt. Aber niemand vom Mausbots hat gerade den Blick in Richtung Laster. Und so ist der nächste Refrake. Hat sich gut zurückgezogen. Er weiß nicht, wo Gob steht. Hofft, dass er vielleicht in der Smoke sitzt. Ja, und Gob hat das gut gemacht. Jetzt muss er nur noch rumgehen. Vielleicht Kill absahnen. Spielt keine Rolle. Hauptsache, die Runde ist durch. Auch wenn es schön gewesen wäre, wenn er den noch gepickt hätte. Hauptsache, die 2 steht da oben. Zwei zu zwei. Drei Spieler im Kistengang, das könnte gefährlich werden für Mausbot. Gob muss auf jeden Fall sicher abziehen. Den zweiten hat er mitgenommen. Nummer 3 ist jetzt auch schön gemacht. Also sauber den Kistengang gehalten. Jetzt wird nur noch einer, der ist auch bekannt, denn Chris hat ihn auf jeden Fall anlaufen hören und gesehen. Terrorists win. 3 zu 2. Geht's in die nächste Waffenrunde, Winterfox. Die müssen sich jetzt auf jeden Fall mal langsam was überlegen. Diese Waffenrunde wird schon mal den Ton angeben, in welche Richtung es hier geht. Devil Walk, gut abgelenkt für XP3. Hat leichtes Spiel da Richtung Kistengang. Und die Bombe ist down. Und das muss Mausbots natürlich erstmal wieder hinbiegen, erstmal gerade biegen. Sie müssen irgendwie an die Bombe rankommen und das möglichst ohne große Verluste. Und für den Franzosen sie ihn da nicht leicht machen. Hat die Bombe der Kontrolle, Chris J ist durch Richtung Connector, kann Lex dann auch noch picken. Hilft ihnen bedingt auf jeden Fall weiter. Trotzdem muss man immer noch irgendwie an die Bombe ran. Und jetzt ist Pipe nachgeschoben vom B-Spot. 1 gegen 1 im Kistengang, vielleicht eine Chance für Nico nochmal gegenzuhalten. Und ja, da sieht man es richtig, absolut sauber gespielt. Er zieht sich zurück, deckt die Bombe nicht weiter. Sie haben die Überzahlsituation, er versucht sich eine bessere Position zu erarbeiten. Wohl wissend, dass Nico nicht unbemerkt Richtung B rübergehen kann.
Das heißt, sie haben beide Spieler gleich auf dem Aufsport. Sollte er aus dem Kistengang rauskommen, dann wird er ins Kreuzfeuer geraten. Das sollte für Winterfox ein relativ leichtes Spiel sein, ihn da rauszupicken. Aber momentan ist XP3 noch recht weit weg. Das heißt, er wird ihn noch nicht wirklich aufsetzen können. Nico hat den Headshot gefangen, kann ihn aber trotzdem ausschalten und jetzt kommt er danach. Jawohl. 3 zu 3. Ja, also wenn ich richtig informiert bin, dann ist XP3 Kanadier mit französischer Staatsbürgerschaft. Also, geboren und lebt, glaube ich, auch noch in Kanada, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ist ein bisschen kompliziert. Die Schrotflinte hat er da relativ leicht aus dem Spiel genommen, aber kommt bislang durch. Damit könnte man vielleicht versuchen, den Spot hier nochmal anzugreifen. Die Smoke liegt. Zumindest momentan wird man da nicht gegen können. Falls. Nochmal nach Smoke, keine Flash. Ja, das ist ein leichtes Spiel für den Schweden. Man hat immer den Vorteil, wenn man selbst vor der Smoke steht und der Gegner rausgeschlichen kommt. Vier zu drei. Auch er offen auf dem Feld gestanden. Schöner Reflex von Nico. Und das ist ein ganz, ganz sauberes 3 gegen 3. Hat man relativ selten. Wird aber umso interessanter werden. Nico geht vor. Oh, der muss sitzen. Der muss sitzen. Hat noch einen Headshot gefangen, aber hat Glück gehabt, dass es nur die Schrotflinte war, die ihm da gegenüber stand. 2 gegen 2 Situation. Nice. Jawohl. Und Nico mit dem Reflex. 1 gegen 1. Und Nico macht es. Sauberer Spraydown, hat seinen Recall gut in der Kontrolle gehabt in dem Moment. Nicht richtig drauf gewesen mit dem ersten Schuss, aber wenigstens dann ordentlich runtergezogen. Also das war doch mal eine klassische Runde. Immer Frag, Refrag, Frag, Refrag. Und dann Two-on-Two-Situation, Einzelaktionen spielen. Auch da 1 gegen 1 getauscht. Das spricht für ein sehr, sehr sauberes taktisches Vorgehen bei beiden Teams. Natürlich wieder die Deagle-Gefährlichkeit. Devil Walk mit dem ersten Brett. Nächste Runde in der Mitte. So langsam macht sich Mausbots auf den Weg, die Schräge hoch. Und Mausbots hat da schon 3 Spieler draufgestellt. Schön von Nico. Und Devil Walk hat noch jemand mitgenommen. Jetzt hat Dennis hinterlegt. Es wurde auch mal Zeit, denn er hat schon einiges an Schaden gemacht. Enger ist auf die Schräge drauf gepusht, findet aber keine richtige Waffe, sondern nur eine MAC-10. Immer noch besser als nichts, aber auf die lange Distanz ist wahrscheinlich die PZ-50 sogar besser. Und jetzt muss er dann da doch noch irgendwie ran. Rüstung hat er. MAC-10 ist keine safe-würdige Waffe. Er macht sich aus dem Staub. Also AK. Und ab aufs Klo. Schließt sich erstmal ein. So, Runde Nummer 5 auf das Konto vom Mausbots. Und jetzt geht's in die nächste Waffenrunde. Die gesäfte Waffe spart natürlich ein bisschen Geld bei Anger.
Dann dadurch etwas mehr drin behalten. Lex hat die gelegt bekommen, wie es aussieht. Und XP Stream mit der AWP. Effekt von Dennis ist wichtig. Bisschen offensiv rumgelaufen, ohne große Informationen zu haben. Lex steht hinten in der Ecke. Und die gedreht zuerst. Doch B hatte nicht den Fokus auf die kleine Position. Das könnte ihm vielleicht zum Verhängnis werden, aber Next und im schönen Effekt. Next erneut durch und er kommt Dropper nach. 1 gegen 1 Situation. Und Chris J hat sich nach links Richtung Spot vorgeschoben. Natürlich eine Gelegenheit gewesen, den Gegner ein bisschen zu überraschen. Er hatte gehofft, dass er da raus pusht. Aber Engel ist ganz, ganz vorsichtig defensiv geblieben. Und jetzt sind wir mal gespannt. Der Holländer unterwegs Richtung Cutters. Jetzt schauen wir mal, ob er weit genug weg ist, dass Enger ihn nicht hört. Oh, Chris J geht wirklich kein Risiko ein. Schleicht und schleicht und schleicht. Und so weit, wie sie da drauf waren, müsste Enger eigentlich davon ausgehen, dass er dann nicht wieder Richtung Asport drüber gehen kann. Oder sollte. Von daher ist der Move von Chris J sehr, sehr gut. 25 Sekunden. Und ich denke, das sollte erst bei Enger ankommen, wenn er die Bombe legt. Bomb has been planted. Noch weiß er nicht, wo es herkommt. Weiß man nicht, wie die Soundbedingungen da vor Ort sind. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt hat er es mitbekommen. Gibt wertvolle Sekunden natürlich für Chris J. Der konnte sich ordentlich in Position bringen. Jetzt kommt der Pause-Call. Mal gucken, was das zu bedeuten hat. Vorhin wurde von Mikrofonproblemen berichtet, aber Chris J ist sicher. Server-Lag. Deswegen die Pause. Hat er saugut gemacht, der Holländer. Sehr, sehr stark. So, müssen wir mal schauen, also diese Serverlegs, von denen hier berichtet wird, die haben wir jetzt nicht wirklich mitbekommen. Haben wir jetzt nicht wirklich gesehen. Deswegen einfach mal abwarten, ob die Spieler dann da wieder ordentliche Bedingungen haben. Natürlich kann man das nicht ertragen, wenn der Server da laggt. Man braucht vernünftige Bedingungen, gerade auf LAN. Deswegen müssen wir jetzt einfach ein kleines bisschen gedulden. So, weiter geht's. Hoffentlich war es die letzte Unterbrechung. Also die letzte Unterbrechung wegen technischer Probleme. Timeouts sind aber bei beiden Teams noch offen. Sollte offensichtlich ein bisschen offensiv gepusht werden. Und ist ja rechtzeitig entdeckt worden. Mousebots konnten sie noch mal ein kleines bisschen zurückjagen. Nico hat aufgepasst. Wobei. Auf jeden Fall. Unglücklich, dass man hinter das Smoke noch gepickt wurde. Aber natürlich in den AK-Spiel reinlaufen, ist immer so eine Sache. Dennis vor die Flash saß, aber Extreme nicht gerade noch genug, um zurückzuschießen. Nico hat ihn jetzt zerlegt. Also langsam geht's rauf mit dem B-Spot. Der Rest des Teams kommt nach. Winterfox kriegt natürlich dann wertvolle Sekunden, um nochmal aufzuschieben. Die Verschiebelinge als CT sind an sich recht kurz, um einzugreifen. Nochmal die gepresst. Devil Walk an der Stelle, Pipe packert auch fleißig durch, Devil Walk, falscher Moment. Pipe kriegt ihn trotzdem. Bombe kurzzeitig down. Und Mousebots muss das Ganze hier noch retten.
Duell mit dem Spieler am Stein. Und 20 Sekunden. Oh, da ist ein Raid reingekommen. Enger setzt sich durch und Nexo noch 77 AP. Sollte theoretisch reichen, aber jetzt im falschen Moment erwischt worden. 17 Sekunden. Die Zeit läuft ihm eher davon. Und Winterfox macht das genau richtig. Haben beide Spieler hier aufgestellt. Einer oben auf dem Blumenkübel drauf und das könnte für Nex das Todesurteil bedeuten. Er wurde aber rechtzeitig gesehen. 6 Sekunden. Jetzt muss er hinterhergehen. Nex ist weg. Pfeife ist um die Ecke. 3, 2, 1. Und er hat ihn nicht erwischt. Ein Zentimeter zu spät. Eine Sekunde zu spät. Und Winterfox holt die Ilke-Runde. Und es sind wieder diese gefährlichen Deagles. Es sind wieder die Pistolen und das langsame Spiel vom Mausbot, was ihnen hier ein bisschen zu Verhängnis wurde. Aber ja, Peter. Für Nex natürlich. Die Winterfox-Jungs haben das ziemlich gut ausgespielt. Und man lässt sich da natürlich ziemlich viel dann auch auf die Einzelduelle ein. Also wäre es vielleicht besser gewesen, irgendwie zu versuchen, die Bombe zu legen. Das Problem ist ja, dass das schief gegangen ist, dass sie die Bombe dort verloren haben. Hätte die gelegen, wäre das eine ganz andere Situation. Und so lastet er dann am Ende der Druck auf den Nex. Mausports unterwegs wieder Richtung A-Spot. Der B-Gode hat relativ viel Leute gekostet, auch beim letzten Mal schon. Und jetzt dann diese verkorkste Runde. Wahrscheinlich wird man sich dann doch mehr auf den A-Spot konzentrieren. Rock. Jawohl, zwei Leute mitgenommen. Enger kommt hier noch nach. Double Rock, schöner kleiner Triple. 6 zu 6. Schneller Push Richtung Connector. Pfeife wird gut gegengehalten. Ist hier kein Delay drin? Irgendwie ist, wenn ich mal eine Sekunde den Autodirector anlasse, dann ist der nirgendwo drauf. Oh hier, was ist das? Da, offensichtlich GoTV ohne Delay, wenn ich das so richtig sehe. Gut. Muss ich also alles von Hand switchen. Aim Punch verhindert, dass er da mit dem Crosshair draufkommt. Langsam arbeitet sich Gob vor. Vielleicht ist das seine Chance, XP3. Er weiß nicht ganz genau, ob vielleicht noch jemand auf dem Spot steht, aber Gob hat keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Jawohl, da haben sie ins Kreuz voll gelockt. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Bisschen zu offensiv. Viel zu offensiv. Beschläge ich den Chris J. Jawohl, Chris, das ist seine Gelegenheit. Der Devil Walk ist auch gut angeschossen. Ein guter Pistolator, dann wäre es das gewesen. Er hat die AWP auf dem Rücken. Aber es ist offensichtlich kommuniziert worden, dass Devil Walk low ist. Oh, schön gemacht von der Work. Hat ein bisschen gedauert, bis er ihn niedergestreckt hat, aber das Movement ist wenigstens hat gestimmt. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Hat er den Weg in Richtung Terpen fast nicht gefunden. Wirklich ganz bitter gewesen, wenn er da hängen geblieben wäre. Oh, nie
Kermit Mantle Track Richtung B. Kann sich nochmal zurückziehen. Die Position wird er höchstwahrscheinlich immer und immer wieder spielen. Und den muss Winterfox unter Kontrolle bekommen, denn davon wird eine Menge abhängen. Mit den 20 HP kann er da natürlich nicht so leicht gegengehen. Also vielleicht der Gedanke jetzt, sich einfach zurückzuhalten, offensive Spieler abzufangen. Und er könnte vielleicht damit Erfolg haben, denn Pais ist unterwegs. Er hat Nico weglaufen hören. Ah, bisschen unglückliches Timing. Pais geht zurück, er hat nur die Information, dass da einer ist, aber wahrscheinlich kann er seine Jungs weitergeben, dass der Go Richtung A stattfinden wird, höchstwahrscheinlich. Schon nachgeschoben, Chris J und Dennis, Spot freigeräumt. Und Enger ist nochmal nachgeschoben. Vielleicht kriegt er das hin, dass er hier rechtzeitig auf den Spot draufkommt. Er weiß, dass er irgendwie die AWP abziehen müsste. Und Chris J verschießt den ersten, den er hat. Links aus dem Tor kommt der zweite raus. Und das wäre die Gelegenheit gewesen für Pais, keine Frage. Enger, Anschuss. Hat er gerade einen Schuss auf die Kante bekommen? Oh ja, hat er. Ja, und Enger gegen 3. Mit 14 AP, da kann er nicht viel tun, aber er ist recht, recht dicht dran an der Bombe. Er hat die Leute jetzt wegschieben. Ich dachte schon, er geht da noch an. Das wäre es natürlich gewesen, wenn das ein Ninja-Versuch geworden wäre. Aber dann hätte er auf jeden Fall einen Ticken früher loslaufen müssen. 7 zu 7. Auch hier sieht es so aus, als ob es wieder in, auf einen, also auf einen 8-7 wird es auf jeden Fall zugehen, aber vielleicht wieder so ähnlich wie auf das 2-8-7 für die CTs. Wobei Winterfox natürlich von dem Geld ein bisschen knapp ist, aber diese Runden liegen ihnen scheinbar fast besser als die Waffenrunden. Und ich denke, Mousebots wird weiterhin auch Richtung A-Spot spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt auf dem B wieder was riskiert. Denn wann immer der, der Gegner wenig Geld hatte, war der B-Go gefährlich. Oh, was wird das? Das ist ein Go Richtung B-Spot. Lässt Nico auf jeden Fall wieder alleine vorlaufen. Das heißt, wenn er hier gespottet wird, dann geht der Gegner davon aus, dass er sowieso nur der Einzelspieler ist. Nico hat das schon gut geahnt. Er kriegt einfach nicht so richtig down. Ist jetzt vielleicht eine Zeit, hier auf den Staub zu machen, aber wird natürlich von der Seite schon niedergesprayt. Mousebots ist währenddessen schon zurückgegangen und hat eine neue Richtung A aufgebaut. Geht über den Connector, der Walk. Der muss unten den einen Spieler abfangen. Next, sehr, sehr geduldig. Aber jetzt ist klar, dass es Richtung A geht. Und Winterfox steht schon komplett aufgestellt. Zwei Leute auf der Schräge. Devil Walk sollte auf jeden Fall den überraschenden Effekt haben. Der erste läuft an ihm vorbei, den nimmt er mit. Ach, versprayt sich. 8 zu 7, Mousebots mit einer kleinen Führung hier aus der ersten Halbzeit rausgegangen. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten, aber wir reden immer noch von Cobble und wenn es irgendwo gute Möglichkeiten T-Runden zu holen, dann ist es wahrscheinlich Cobble. Ich würde sogar Cobble als die Map bezeichnen, die vielleicht noch ein bisschen T-lastiger ist oder ein bisschen mehr T-Runden zulässt als das 2. Deswegen so früh würde ich mich jetzt hier wirklich nicht drauf einstellen. Es kann durchaus passieren, dass Winterfox hier nochmal sehr dicht rankommt oder sogar das Ganze dann wirklich irgendwie in die Overtime oder sogar zum Sieg dreht. Deswegen, Mousebots braucht vollste Kontrolle. Sie brauchen die CT-Seite. Am besten die Pistol Round, denn die gibt schon mal einen guten Rundenpuffer. Bis 2 Minuten, sagt Chris J. dort. Müssen wir so ein kleines bisschen gedulden.
So, können wir jetzt? Auf geht's. Ich will ein paar Headshots fliegen sehen jetzt. Interessant zu sehen ist eigentlich auch die Rundenverteilung, denn Winterfox mit den zwei ersten, dann drei Runden Mausbots, zwei Runden Winterfox, drei Runden Mausbots, drei Runden Winterfox. Das war diese eine bittere Runde, die Nexter nicht mehr holen konnte. Also für Mausbots hätte das nochmal deutlich besser aussehen können. Man hätte hier wirklich einen 9-6, vielleicht sogar 10-5 rausholen können, wenn halt diese eine Geschichte nicht gewesen wäre. Denn diese war ja auch eine Eco. Dennis left the game. Oh je. Also nicht, dass es da noch technische Probleme gibt. Also wieder. Okay. Schön, dass man mitbekommt, wenn er lief, aber nicht, wenn er wiederkommt. So, jetzt geht's auf. Ab in die zweite Halbzeit. Und Mausbots ist noch 8 Runden davon entfernt, hier eine Runde weiter ins Winner Bracket Finale der Gruppe einzuziehen. Wieder Pause Call. Also irgendwas scheint da noch überhaupt nicht zu funktionieren. Mikrofonprobleme waren vorher vor dem Match auch schon ein Grund für ein bisschen Delay, für ein bisschen Verzögerung. Mal schauen, was die Pistol Round bringt. Winterfox ist in der Lage, hier vielleicht mit einem B-Go mit drei Leuten eine Menge Schaden anzurichten, aber sie haben die Bombe nicht dabei. Also wird es wahrscheinlich keinen Grund geben, da direkt drauf zu pushen. Sie hatten gehofft, dass sich jemand frühzeitig zeigt. Und das sieht doch stark nach einem Arsch-Split-Versuch aus. Auf High kommt auch nicht wirklich durch. Den Connector schön gemacht von Gob und Next. Und damit gibt es keinen Split mehr. Damit gibt es nur noch den A-Go direkt über die Schräge. Dennis hat mitbekommen, dass da was im Argen ist. Sie spielen das lieber sauber zusammen aus. Bombe unten in der Mitte gespottet. Gibt keinen Zweifel mehr, dass es da gleich hochgeht Richtung Schräge. Lexo von der Seite über den Haufen geschossen. Es bleibt am XP3 hängen. 5 Gegner noch gegen ihn. Ja, das kann er nicht schaffen. 9-7. Pistol Round für Mausbots. Wie gesagt, ein kleines bisschen Rundenpolster. Jetzt bloß nicht Runde 2 und 3 irgendwie gefährden. Dann hat leider Mausbots keine perfekte Bilanz bisher. Die Ecos haben recht gefährlich, Schiffe Chris. Bedeutet sich natürlich die beste Waffe dafür. Einfach reindrücken, immer in Bewegung bleiben. Wird schon irgendwie umfallen mit der extrem hohen Feuerrate. 4 Frags für ihn. Hätten jetzt höchstwahrscheinlich die ein oder anderen Goldnova-Spieler auch hinbekommen. Sagen wir mal so. Also. 7 zu 10. Eine Runde noch. Gilt zum Mausbot zu überstehen. Und dann kann man sich auf die nächste Waffenrunde konzentrieren. Chris kriegt den im Kistengang wieder zu Tod. Nate war gut. Dann benutzt sich nochmal Party. Unten über die Schräge kommen sie hoch, Chris. Jawohl. Gott sei Dank hat die Waffe 50 Schuss. Und dann kommt das kleine P90 Ace raus. Pro 90 ist am Start. Also, da ist wohl nichts zu rushen. Lex schreibt auch schon P90 Gott. Ah, das war wirklich schön. Das war schöner geschossen von Chris. Das muss man ihm auf jeden Fall mal lassen. Easy P90 Ace.
Das gibt natürlich ordentlich Geld in die Kassen. Denn dadurch kann Mausbots richtig was zurücklegen. Sie mussten kaum Granaten aufwenden. Beim Mausspieler von A ziehen sich direkt wieder zurück. Chris ist erstmal auf die M4 umgestiegen, also hat sich hier noch nicht an die AWP gesetzt. Leisten hätte es sich auf jeden Fall können. Und Gob hat hier die P90 weiter vererbt bekommen. Mal schauen, ob auch er hier ordentlich Schaden machen kann. Gegenflash, weiß nicht, ob die so geplant war. Ist die da oben drauf geflogen? Auf jeden Fall hat sie verhindert, dass Enger hier direkt rauspusht. Lex auf dem Weg. Enger ist immer noch hier im Dropper unterwegs. Ich könnte gleich den Arsport aufreißen, aber er hat riesen Probleme, den Spieler niederzustrecken. Und Gob kriegt die Gelegenheit nochmal zurückzuschießen. Nexer währenddessen den Arsport aufgeräumt. 12 zu 7. Keine Ahnung, was das war, was sich Hinterfox dabei gedacht hat. Ordentlicher Rushplug. Molotov ist immer wichtig dafür, damit man hier schon ein bisschen kleinen Vorteil verschafft. Einfach damit der Gegner mit weniger AP da rauskommt. Dennis ist schon hinterher gepusht. Und Enger down. 13 zu 7. So, und jetzt kommt schon so die erste Entscheidungsrunde. Denn sollte Winterfox jetzt hier nicht gegenhalten können, da das Mausboard auf und davon. Und dann könnte es unter Umständen ziemlich schnell vorbei sein. Nochmal zur Erinnerung, Mausbots führt schon 1 zu 0 noch Maps, es wird Mausbots viel gespielt. Das heißt, drei weitere Runden und dann wären sie hier durch. Hätten die Möglichkeit, sich im nächsten Game dann direkt zu qualifizieren. Oh, Chris J. Zwei Leute mitgenommen mit dem Offensivbusch. Gobert hat seinen Dropper auch unter Kontrolle. Ja, und ich hatte es fast so ein bisschen befürchtet, dass das 2-Pick-Spiel, was Winterfox dort gespielt hat, dass das auf Cobble nicht so gut funktioniert. Man hat viel mehr Positionsnachteile, viel weniger offene Duelle. Wir sehen es hier, da muss aufgelegt werden in der Hoffnung, dass man was rauskriegt. Und Mausbots kann einfach von unten problemlos reinziehen. Zwei Spieler, die nachgezielt haben. Dennis ist schon unterwegs von hinten. 14 zu 7 und da kommt der Pause-Call. Jetzt muss man auf jeden Fall nochmal sich besprechen, was man dort machen könnte bei Winterfox. Genug Geld zum Nachkaufen wäre halbwegs. 3500, 4,4. Chris Scher mittlerweile 29,9. Er hat natürlich 9 davon in der Anti-Eco gemacht, also sollte man das jetzt hier nicht zu überbewerten. Aber er hat auch viele wichtige Frags gemacht. Auf der T-Seite ein 1-2 geholt, auf jeden Fall. Was mir so im Kopf bleibt. Ready? Man ist offensichtlich schon fertig. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sich Winterfox hier überlegt hat.
Wir haben Pikes unterwegs Richtung Lang. Der wollte hier die Titanic mal vielleicht antesten. Dann ist unten wieder das Smoke. Keine Ahnung, was das mit dem Taser sollte. Hat wahrscheinlich ein bisschen Geld übrig gehabt. Ich wollte auch nochmal sagen, hallo, hier bin ich. So, die beiden unten auf der Schräge. Da muss man natürlich vorsichtig sein, denn Dennis kann man da unter Umständen von der Seite ganz gut sehen sogar. Da in der Ecke ist man keineswegs unsichtbar. So, Anger versucht wieder im Dropper für Picks zu sorgen. Aber es ist so verdammt schwer, wenn man da oben seinen Kopf drüber strecken muss. Ich auch lang. Wir sehen schon das Muster hier in der ganzen Geschichte. Es soll wahrscheinlich gleich Richtung B gehen. Die Flash saß kaum. Aber Nico musste erstmal nachladen. Hat gerade seine AK leer geschossen. Das war natürlich ein ungünstiger Moment, um ohne Munition dazustehen. Und dann kann Winter Fox einfach drauf marschieren. Dennis und Chris Jay, das ist sicherlich das Gute, um mal gegenzuhalten, aber da ist einiges schief gegangen für Mousesports. Individuelle Fehler, die hier die Runde entschieden haben. Vor allem natürlich allen voran Nico. Jetzt hat sich überlegt, ob er sie noch durchlaufen lässt. Vielleicht hätte man noch Richtung Spot kommen können. Die Fuse geht wieder. 14:8. Entry Frag sitzt. Und das würde mich nicht wundern, wenn Winterfox nochmal versucht, den B-Spot anzugreifen. Schöne offensive Flash. Was immer bei Chris Jader schief gegangen ist, aber der Holländer hat absolut nichts gesehen. Man muss natürlich damit uns ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ich weiß nicht, ob Dennis auf dem Schirm hat, dass schon über dem Kissen rumrennt. Aber Lex ist ja nicht gerade leise unterwegs, das heißt. Er legt auch großen Wert darauf, dass seine Position bekannt ist. Das ist relativ auffällig. Also wenn Mousebot sehr gut aufgepasst hat, könnte das ein Hinweis sein, dass sie da auf die falsche Fährte gelockt werden sollen. Man hat sich so viel Zeit gelassen, dass Mousebot schon drei Spieler parat hat. Das wird jetzt interessant. Nico oben am Baum, er hat die wahrscheinlich wichtigste Position, wenn er gleich der Go stattfindet. Flashes rüber, Smokes raus und hat eine gewisse Reaktion abgewartet. Nico sprayt viel zu früh und hat auch jetzt wieder keine Munition. Aber vielleicht kriegt er dann den Gegner nochmal neu. Oben läuft jemand rum, Nico zu schnell down. Und Mousebots hat einen Schwachpunkt auf B. Und den hat Winterfox gefunden. Jetzt gilt es, diesen möglichst auszunutzen. Und Mousebots muss so schnell wie möglich eine Lücke schließen. Aber Gob, momentan ist er noch dabei. Aber rechts ist Smokes weggegangen. 14:9. Winterfox weiter auf Aufholjagd. Und jetzt könnte das Geld. Naja, doch, es ist noch genug beim Mousebots da. Trotz allem. Sie müssen sich was überlegen mit dem B-Spot. Der funktioniert nicht. Nico hat fast nichts gemacht. Währenddessen sind die Gegner raus. Also dieses komplette Einmagazin in die Smokesprayen. Das hat auf jeden Fall hier nicht funktioniert. Ist die Frage, ob man nicht vielleicht sogar umstellen sollte, ob man nicht jemand anders diese wichtige Position übergeben sollte, wenn es bei Nico nicht so ganz läuft. Manchmal hat man halt einfach das falsche Gefühl. So, dann ist er rechtzeitig gesmoked, dass ihn da niemand im Nahkampf auf die Nerven gehen könnte. Super Support Flash, aber Dennis so straight sich.
Zumindest hat er noch einen mitgenommen am Ende. Oh, XP3, Anger, beide angeschossen. Und Winter Fox ist drauf mit dem Spot. Nächster schaltet sich ja offensichtlich zu Porsche. Chris J. wenigstens einen noch mitgenommen und noch sind sie nicht drauf. Jawohl, Bombe down. Hinterm Holz taucht noch jemand auf. Und Pyspiel ist noch der Schräge. XP3 hat natürlich das Problem, dass er beide Seiten vor der Nase hat. Und Pyspiel nimmt ihn auch noch mit. 10 zu 14 und Winterfox blüht hier scheinbar ein bisschen auf. Sehr, sehr viel Glück gehabt. 1 und 6 AP. Aber das war leider, leider Dennis, der da im Kistengang solche Riesenprobleme gehabt hat. Er hätte zwei Leute haben können und eigentlich auch müssen. Natürlich hat man sich im Baseball wieder ausgesucht. Wie sollte es auch anders sein? Diese direkten B-Gaus, die haben bei Winterfox ziemlich gut funktioniert. Aber dieses Mal hat man da nur Pistet bei Mausbots. Manchmal ist das vielleicht für den Raschen gut. Stopp mit der Banane. Kommt nicht richtig hinterher. Next hat die Banane nicht abgelegt und spielt dafür Duels. Jay. Vielleicht kann er noch ein bisschen Schaden machen. Chancen auf die Runde sind eigentlich nicht mehr vorhanden. So, 14 zu 7. Jetzt wird nochmal nachgekauft. Jetzt gibt es einen neuen Versuch für Mausbot. Und wir sehen Nico an der AWP. Also erste größere Umstellung, was den B-Spot angeht. Und dann versucht man da eben außer Distanz mehr Schaden zu machen. Next wird deswegen sicherlich die Close-Position übernehmen müssen. Oh, die AWP geht aber oben drauf. Also Nico scheint jetzt offensiv ins Feld zu gehen. Hat er gesehen. Und das war vielleicht eine gute Entscheidung. Den Pfeifer absolut nicht darauf vorbereitet, wie wir hier deutlich sehen. Jetzt könnte man nachsmoken. Dann kann man die Sache mitnehmen, aber die Smoke liegt katastrophal. Ich weiß nicht, ob die Lücke da beabsichtigt war. War das so gedacht? Man lässt dem Gegner auf jeden Fall eine Menge Spielraum. Dennis jetzt Richtung Seitengang. 3 gegen 5. Natürlich kann man da nicht wieder zurückgehen. Smoke rausgelockt, aber Lex geht trotzdem durch. Und Chris J. wenigstens ein mitgenommen. Der zweite hat nicht rechtzeitig mitbekommen, wo die Schüsse herkommen. Und das könnte die 15. Runde für Mausbot sein. Enger, der letzte Versuch. Er weiß, dass Chris J. dort steht, er hat wenig AP, aber er gibt ihm nochmal ein paar Dinger mit. 38 Hitpoints noch. Und jetzt gleich 38 Sekunden. Ah, die Flash saß, aber Nico hat ihn trotzdem erwischt. 15 zu 11 Mausbots jetzt mit 4 Matchpoints, 4 Möglichkeiten ins Winner Bracket Finale einzuziehen. Für Winterfox wäre natürlich noch nicht alles verloren. Sie können sich dann trotzdem das Lower Bracket noch weiter kämpfen. Aber das wäre die erste wichtige Hürde für Mausbots in Richtung Qualifikation für Klugschner Poker. Und ich denke, jetzt geht es wieder Richtung B. Ich kann mir nicht anders vorstellen. Da haben sie die größten Erfolgschancen gehabt. XP3 wartet erstmal noch ab. Der Molotov hat ihn ein kleines bisschen demotiviert. Möchte dann nicht direkt rausgehen. Und jetzt wieder für HP kosten. Und was vielleicht noch viel schlimmer ist, nimmt ihm die Möglichkeit, sich sicher wieder zurückzuziehen, falls es schief geht. Die Gegenflashes. Gorb hat die kaum abbekommen.
Flash war schon deutlich besser. Kann nichts machen, als sich einfach kurz nach dem Spray zurückzuziehen. Snakes hier an der Seite. Die ersten erwischt. Snakes. Reflex von Enger. Aber Nico hat lange unter Kontrolle. Oder XP3, wenn er down geht. Dann ist Mousebots im Winterberg-Finale. Jawohl. Also 16:11. Mousebots gewinnt 2:0 nach Maps. Hier in der ersten Runde. Und wie gesagt,